Hallo und willkommen zurück zu Factorio Panodon, wo wir unser Silberwerk im Prinzip fertig haben. Eine Kleinigkeit fehlt gerade noch, aber wir können uns dann dem Nickelwerk zuwidmen, was ja eng umschlungen mit dieser Anlage hier ist. Aber erstmal brauchen wir hier noch ein bisschen frische Luft, hätte ich fast gesagt. Druckluft. Ich überlege gerade. So mache, dann kann ich das in die Mitte packen. Dann können wir das so machen, ne? So. Ups. 2, 3, 4, 5 und Strom. Hier hinten war auch noch Strom. Okay, warte mal. Alles klar, jetzt könnte Silber funktionieren, wenn wir das Rezept hier schon hätten und wenn Leim schon da wäre. Achso, und hier? Hä? Kommt auch nichts mehr? Was habe ich getan? Was habe ich verbrochen? Och, nö. Das war ein absolutes Strohfeuer hier. Mit den Pflanzen. Wo ist denn euer Problem? Fluid Production Overload. Wastewater. Ich habe mich gar nicht ums Wastewater gekümmert. Alles klar. Das ist ja eine Kleinigkeit, möchte man meinen. So, nochmal eben umschalten. Wir reden von 160 Wastewater. Ich habe die Wastewater-Geschichte ein bisschen überdimensioniert. Das sollte also kein Problem sein. Und ansonsten könnte man immer noch mal irgendwo ein Speed-Modul dazu packen, wenn später mal nicht richtig läuft. Wo? Ist sowieso schlecht. Was er sich dabei gedacht hat, weiß ich auch nicht. Ich muss mal eben Wastewater suchen. Die Entsorgungsanlagen. Könnte vielleicht einem bestehenden Rohr folgen. Du zum Beispiel erzeugst ja auch Wastewater. Okay, da ist Schluss, dann gehst du nach links rüber. Bis hier angeschlossen, hä? Gehst du nochmal da zu dem Blauen. Ja, und da würde ich dich auch gerne anschließen. Also beim Sand oben. Da weiter hoch. Und dann rechts abbiegen oder erst runter. Hier würde sich total anbieten. Okay. Also.
Das hier geht aber nicht so. Ich muss mal überlegen, was Soda Ash Regeneration Solution. Das brauchen wir da auch für irgendwas, ne? Oder kommt das erst noch? Das brauchen wir hier für Zinkpulp. Silber brauchen wir es nicht. Alles klar. Das weg, darüber. Ups. Bis da. Dann noch einen höher. Genau, hier war der Anschluss. Da komme ich schlecht durch. Warte mal. Muss ich hier schon mal Anschluss machen? Ah, und da reicht es um einen nicht. Also hier auch nochmal einen hin. So. Mal gucken, dass es hier wieder anläuft. Ja. Arbeiten wieder alle. So. Dann machen wir jetzt beim Nickel weiter. Es ist noch einiges zu tun. Und zwar bis da haben wir gemacht. Molten. Habe ich Nickel gesagt? Ich meine Zink. Ist beides grün. Also hier in dem Spiel. Nee, warte mal. Bis da haben wir gemacht. Wir haben nur die Casting Units aufgestellt. Jetzt müssen wir die Advanced Foundries aufstellen. Ich muss eigentlich hoch. Achso, und in meinem Zug kann ich auch mal sagen. Dann soll ich schon mal zum Silber fahren. Und damit natürlich auch zum Leo, ist auch klar. Ich baue einfach hier drunter. Hier ist noch ein Stück Platz. Wir brauchen zwei Foundries. Eins. Ist das die gleiche Höhe? Ja. Nee. Machen wir erstmal nur so. Mal gucken. So, wir wollen. Ich weiß gar nicht, was wir wollen. Molten Zink? Was ist das? Was Reduce? Das haben wir hier gar nicht, ne? High Grade Zink haben wir. Ah.
Zink. Molten Zink. Genau, Rezept Nummer 1, 2, 3 haben wir. Das sowieso. Und 5 haben wir noch nicht. Alles klar. Das macht die Sache nicht einfacher. Ich nicht weiß, wo die Anschlüsse sind und so weiter. Das ist halt schon ein bisschen blöd. Warte mal. Du brauchst auch frische Luft. Das ist schon mal ganz gut. Im Moment. Hä? Wir sind da. Ja, da brauchst du erstmal Öl und das. Und du brauchst dann noch frische Luft. Was aber ganz woanders ist. Nee, ich dachte, ich könnte da oben noch Pusher Pumps hinsetzen. Aber das macht überhaupt keinen Sinn. Heavy Oil müssen wir hochliefern. Aber ich weiß halt nicht. Links oder rechts. Wobei, da könnte ich mich entscheiden. Ich habe nur eine Flüssigkeit. Insofern geht es. Ist kein Problem. Ich kann das ja dann so drehen. Das heißt, am liebsten wäre mir diese Lane. Map-Modus bitte. Wäre mir diese Lane, die auch frei ist. Und da haben wir kein Heavy Oil, sondern da haben wir schon wärmer Diesel. Haben wir überhaupt Heavy Oil? Anlieferung Heavy Oil. Blei, Titan, Zink. Alles super weit weg. Okay, vergiss, was ich gesagt habe. Wir müssen das hier machen, bei dem. Da habe ich gesagt, will ich die Haltestelle nicht nutzen, ne? Oder obwohl. Vielleicht nutze ich die doch. Wie viele Züge werden hier warten? Der beim Heavy Oil, der wird ja gar nicht, da wird es ja gar keinen Wartezug geben zum Anliefern. Aber habe ich hier sonst nirgends Heavy Oil? Das überrascht mich schon ein klein wenig. Ja, mit Diesel ist der Unterschied. Ja, okay. Wo sind wir? Da sind wir. Also mache ich das doch nochmal mit einem Flüssigkeitswaggon, eventuell zweien. Und mal eben Motoren. So, schauen wir dann an Heavy Oil. Öl Nord, Abholung Heavy Oil. Haben wir da einen Doppelbahnhof? Ja, das klar, machen wir hier dann auch. Dann muss der nur halb so oft fahren. Oder ich nehme den hier. Ja. Dann brauche ich noch 6 Pumpen. 6 Tanks und dann fehlt mir Eisen und Stahl. Ich habe hier noch dieses Refined Lead Dust. Das muss
eben weg hier. So, und da wollen wir runter. Genau darunter kann ich nicht. Gehen wir einen weiter. Das ist auch schlecht da. Ich erstmal noch einen höher. Und ich kann das ja später noch mal ein bisschen umsetzen. Ich weiß nicht genau, wo der Anschluss dann sein wird. So. Einfach mal so. Und dann brauchen wir Limestone. Und die Klötze, die wir hier noch produzieren werden. Limestone haben wir unten auf jeden Fall. Muss ich auch nur das richtige Band erwischen, also das wird immer genügend davon haben. Ich hätte gedacht, dass wir hier irgendwas lang führen, aber im Bahnhof. Da. Du willst aber abholen. Da. Du machst da Zulieferung. Hey. Oh. Also das ist ja alles Abfall hier an Limestone. Und hier wird es dann auf einmal zum Rohstoff.
So, das ist der Anlieferungsbahnhof für Limestone. Da geht es hier nochmal zurück. Genau. Nach dem Motto, je komplizierter, desto besser. Das wäre mit LTN natürlich viel, viel einfacher, solche Geschichten. Dann bräuchte ich keinen Anlieferungs- und keinen Abholungsbahnhof, sondern ich brauche nur eine Haltestelle, wo entweder was abtransportiert wird oder wo was hingebracht wird, je nach Füllstand. Da bist du, genau. Sehr schön, habe ich dich gefunden. Da. Und es ist ein 45er Band, also die werden hier nicht alles wegfressen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher, da brauche ich nicht nachschauen. Also könnte ich das einfach weiterführen. Da bei dem Titan. Okay. Dann könnte ich diese Lane hier nehmen. Oh, ich habe Leim hier schon. Oh, ich bin so. Oh. Seht ihr das? Hier ist Leim drauf. Das hatte ich irgendwann schon mal vorbereitet, weil wir hier auch Leim brauchen. Und jetzt habe ich stattdessen da oben eine Haltestelle eingerichtet. Naja. Es ist halt, wie es ist. Nichtsdestotrotz kann ich drei unter den Gleisen lang gehen. Dahin. Und hier nur einseitig. Fünf, also 2,5 pro Sekunde. Da reicht ein blauer. So, und da kommen die blauen, die grünen Klötze drauf. Da brauchen wir jetzt wieder die Direct Reduction Plants. Okay, nächste Reihe. Greifarm, Fließband und 1, 2, 3, 4 Lücke. Das ist doch zu wenig. Ich jetzt hier sage, Greifarm, Fließband, habe ich auch 1, 2 Lücke. Ah, oder doch. Wir haben da auch noch eine Lücke. Wir können rechts noch einen Lücken machen, das ist okay. So, Rezept werde ich für euch natürlich auch noch nicht haben.
Er legt die Klötze raus und die Sachen. Da ist auch wieder die Druckluft. Ja, und dann kann ich das nämlich doch untereinander bauen mit der Druckluft. Das gefällt mir gut. Synergieeffekte nutzen. Eins, zwei. Vier. Sechs. Sieben. So, und ich brauche dann noch drei von denen. Die brauche ich nicht mehr. Casting Units brauche ich wahrscheinlich auch nicht mehr. Filter Thickener. Flotation Cells brauche ich dann auch noch zwei später wahrscheinlich. Mal gucken, ich habe jetzt sechs dabei. Ich brauche auch nur sechs hier. Ich habe zwei schon irgendwo gesetzt, alles klar, kann auch weg. 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 So, dann würde ich sagen, legen wir mit Rot hier raus. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Also ist doch richtig. Ja, ja. Ja, super Idee. Ein weiter nach links wäre ganz gut gewesen. So, und dann wollen wir natürlich hier noch was reinpacken. Was haben wir da gebaut? Ach so, und Rohre, ne? Ja. Die Luft. Reinpacken. Machen wir erstmal die Rohre. Und hier auch auf die linke Seite. Genau, vier Pressure Pumps nochmal eben bauen.
So, und da wollen wir haben Sodiumsulfat. Habe ich mir das hier auch schon irgendwo organisiert? Ist das sonst noch irgendwo? Wahrscheinlich nicht. Muss man eben kurz gucken. Da taucht es ja auf beim Input. Wenn ich jetzt hier gucke, da taucht es nicht auf. Beim Molten Silver taucht es auf. Doch, wir müssen es da schon haben. Alles klar. Hier, das ist es. So, nächster Schritt. Nee, oder? Wir brauchen noch Diesel. Ich hoffe sehr, dass es denn nicht komisch versetzt. Müssen wir die anderen noch mal eben angucken. Wir haben es beim Chrom ja schon mal irgendwo. Nee, es ist gegenüberliegend. Hier, das Ding haben wir ja da. Kann man das sehen? Alles klar. Komme ich hier runter? Ja, auf jeden Fall komme ich hier runter. Bisschen roden. Übersicht halber. Oder ich gehe mit Diesel ja auch schon irgendwo hoch. Oder? Diesel, Diesel, Diesel. Ja. Ich bin ja schon da. Ist klar. Hätte ich mir die Rodung sparen können. So, die Klötze müssen auch noch rein. Die anderen
Zahnklötze. Die werde ich jetzt aber nicht auf das Sodiumsulfatband mit drauf packen. Dann mache ich den hier separat. So, da brauche ich eins Filter. Eins, zwei, drei Lücke. Eins, zwei, drei. Dahin. Kann ich wahrscheinlich auch noch nicht. Irgendwas mit Silver. Wie heißt das genau? Irgendwas mit Zink, genau. High-Grade Zink. Hi. Doch, das kann ich schon. So, dann habe ich hier meinen Diesel, da habe ich die Luft. Die Luft muss ich auf jeden Fall nicht weiterführen. Diesel weiß man noch nicht so genau, vielleicht will man den weiterführen, vielleicht auch nicht. Also drehen wir den mal so rum, dass wir hier Zink 4 anliefern können. Und Filtration Media. Filter. Da sind sie mit drauf. Wie der Zufall es will, habe ich das Band hier mit runtergenommen. Also habe ich. Ja. Das Band sowohl für Leim als auch für Filter benutzt. Wenn man so eine Anlage erstmal von vorne bis hinten durchplant, sich schon mal aufzeichnet und so, dann wäre es natürlich ganz toll, wenn hier nicht so ein Bogen drin ist, sondern wenn hier das Filterband einfach gerade durchgeht. Und dieser Filter hier für Blei genau auf einer Höhe ist mit diesem Filter für Zink. Aber ihr kennt mich, solche Ansprüche habe ich zum Glück nicht. Also zum Glück für mich, das macht mir die Arbeit leichter. Dann wollen wir das Vierer haben. Das Vierer kriegen wir durch drei Thickener. Da brauchen wir wieder Wasser. Mal erst die drei Thickener, darüber ein Pumpjack. Auch da mal im Sinn. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, wäre da. Und da oben drüber ein Pump Jack. Oh. Das ist genau die richtige Höhe. Zink 4. Oh ja, und ich sehe schon, das passt so gar nicht. Ich habe ja hier vier Anschlüsse. Warte mal, warte mal. So geht das ja gar nicht.
Was ist denn auch da unten? Aber das Wasser ist kein Problem, das geht. So, dann machen wir Wasser hier hin. Oh, hier habe ich wieder Mist gebaut. Wer hat hier... Hä? Was habe ich gemacht? Ich habe das doch noch mal... Habe ich das nur... Nur um einen. Das war schon falsch. Gucken, wo Tailings ist. Ja. Okay. Wir können Tailings hier hinsetzen. Okay, und dann bleibt auf der rechten Seite das andere Zeug, der nächste Schritt. Oh, hier erzeuge ich ja nochmal Vierer. Ja, das ist natürlich nicht so schön. Muss mal eben gucken, was Vorrang hat. Das sind, nee, das ist Zinkkonzentrat. Das sieht mir was Gutes aus. Das hier sieht mir, das ist so ein Abfallprodukt. Oh yeah. Also der will hier frei ballern. Erzeugt dann 1 und Abfall, 2 und Abfall, 3 und Abfall. Und den Abfall
Können wir aber nur verarbeiten, wenn wir auch den nächsten Schritt machen. Das heißt, das hier, das zuletzt in der Kette muss Vorrang haben. So einfach ist es doch. Das. Zuletzt in der Kette ist er hier. Die Agitatoren, die haben Vorrang. Oder? Ne, warte, wenn die jetzt alles produzieren. Dann bleibt das übrig und wir werden das nicht los. Aber andersrum. Wenn die jetzt hier produzieren und erzeugen ganz viel von dem Zeug und wir verarbeiten das und produzieren die ja immer weiter. Aber okay, nee, dann bleibt es da stehen. Und produzieren die halt immer weiter Zinkkonzentrat. Aber der Zinkkonzentrat wird nicht verarbeitet, weil wir das Vierer schon aus diesen Abfallprodukten machen. Irgendwann ist dann aber Schluss, weil dann staut sich halt Zinkkonzentrat, dann erzeugen wir auch keinen Abfall mehr. Und dann fangen wir an, das hier zu verarbeiten. Okay, also die Dinger, die Flotation Cell Geschichte hat Vorrang. Also die Thickener Geschichte hat Vorrang. Übersprungshandlungen, erstmal ein paar Rohre setzen und Strommasten. Und es wäre halt cool gewesen, die Agitatoren hier noch in diese Reihe zu kriegen, aber dafür ist es halt zu eng. Mache ich die dahin, mache ich die woanders hin? Diese Eimerkette, die da entsteht. Ja, die brauchen auch Wasser. Das macht schon Sinn, die hier mit hinzusetzen. Also da, dann haben wir einen Platz für Greifarm, Fließband, Greifarm, Fließband. Das wäre Standard. Und dann machen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Abstand. Das Problem ist, die anderen Gebäude darunter sind ja auch noch größer. Sollen wir mal gucken. So, du machst Zink 4. Entweder so. Oder was mir, glaube ich, besser gefällt, ist so rum. Wobei hier wäre der Wasseranschluss toll. Wenn ich Wasser nach unten packe.
habe ich Soda Ash auf der linken Seite. Dann habe ich das Vierer oben, das geht auch. So, und dann würde ich das aber ein bisschen tiefer setzen, so. Ne, warte. Doch wieder noch ein höher. Ja, ich habe mich jetzt entschieden. So, der Zink-4-Verbraucher ist da. Da. Dann wäre es ganz sinnig, hier noch so einen Tank hinzusetzen. Und eine Pumpe. Wir haben ja auch wieder T-Links, oder? Naja. Ich bin am Überlegen, wo ich den Anschluss mache, aber es ist vielleicht am einfachsten, wenn ich das oben rum mache. Achso, genau, und hier wollte ich Tank und Pumpe hinsetzen. Irgendwas mit Zink. Halb voll. So, dann brauchen wir Soda Ash. Das hatten wir am Anfang der Folge gesehen. Bin ich hier? Da unten. Gehe ich hier hoch und dann nach links. Wir brauchen Soda Ash für sonst nichts anderes. Das auch oben lang, weil hier so mittendrin ja noch Gebäude gebaut werden. Aber hier oben, das ist ja unsere Versorgungslane.
Irgendwo hier so. Da sieht man auch, wie nah die schon aneinander gewachsen sind. Also die Metallwerke, die Flüssigmetallwerke und die Vorprodukte. Oh, passt genau. Oh. So, die brauchen noch Leim. Insofern, da bin ich jetzt ganz froh, dass ich den anderen Bahnhof gebaut habe, wo wir hier Leim anbieten. Weil das beides zusammen für Silber und Zink, da hätte unser Leimband von unten nicht mehr gereicht. Also dies, da hätten wir nur ein halbes Band gehabt. Insgesamt. So, was da? Oh, das Zinkkonzentrat da. Jetzt überlege ich, ob ich die Filter noch irgendwie mitschleppe. Wahrscheinlich eher nicht. Ja, würde ich sagen, hier trennen sich unsere Wege. Auf der linken Seite nur Leim. Oder vielleicht auch auf die andere Seite. Kann sein, dass ich mich gleich noch umentscheide. Denn jetzt kommen ja noch die Classifier. War sowieso noch zu früh, das Band zu legen. Vielleicht muss ich ja noch ein bisschen nach links, rechts verschieben. Das ist immer blöd. Wenn die Bots dann... Ich kann mir diesen 6er Abstand auch gar nicht leisten bei solchen Sachen hier jetzt. Der Bereich ist zu schmal für solche Extravaganzen. Genau, das wollen wir haben.